Vermeintlich, wenn man von New Work redet, hat man eigentlich immer das Gefühl, das ist Digitalisierung. Nein, Digitalisierung ist eigentlich die Grundlage, dass wir überhaupt über das nachdenken können, uns Gedanken machen können, wie wir die Arbeit neu organisieren können. Ich bin überzeugt, der technologische Fortschritt, dass zum einen, wir können nicht aufhalten, wir können höchstens können ihn verwehren, wir können ihn ignorieren, aber aufhalten können wir ihn nicht. Und ich bin aber auch überzeugt, dass das zum Guten, zur Befreiung von uns Menschen ist und nicht einfach schlussendlich für etwas, das uns schaden soll. Vermeintlich, wenn man von New Work redet, hat man eigentlich immer das Gefühl, das ist Digitalisierung. Nein, Digitalisierung ist eigentlich die Grundlage, dass wir überhaupt über das nachdenken können, uns Gedanken machen können, wie wir die Arbeit neu organisieren können. Eine gute These gefunden, es ist nicht eine digitale Innovation, es ist eine soziale Innovation, die jetzt passiert oder muss passieren. Oder will ich wirklich etwas hinterlassen in dieser Welt, wo man kann sagen, mal, da ist Leidenschaft, da ist intrinsische Motivation drin, da ist etwas bewegt worden. Es ist ein anderes Bewusstsein, man muss aufeinander zugehen. Und ich glaube, das ist extrem wichtig, dass man auch Diversität, ist auch ein Teil von New Work, dass man das anfängt, in den Alltag damit hineinnehmen. Reine Selbstorganisation, heute die Firmen nennen, das wird uns extrem propagiert. Und das ist uns, sage ich, wird fast Marketing damit betrieben. Meine Erfahrung ist, dass es in reiner Form in Unternehmen in den seltensten Fällen funktioniert. Der Grund ist, dass Leute, die jetzt jahrelang in dem Sinn in einer Linienorganisation am Morgen gekommen sind und irgendwelche Aufgaben schön vorgeleitet bekommen und sagen, was sie machen, auf dem Kehren, Eigenverantwortung tragen, selber in dem Sinn Rechenschaft ablegen, mehr Transparenz bringen, das ist einfach etwas, das muss gelehrt werden und das braucht Zeit und das ist ein kultureller Wandel, ein Schritt, der mehrere Jahre geht. Und es ist ein Irrglaube, wenn man entsprechend meint, das ging einfach so schnell und ring. Ich habe es fest losgelassen. Was es dann genau aber braucht, ist noch viel mehr Führungsstärke, viel mehr Klarheit am Anfang. Und vor allem, was ganz wichtig ist, gerade hier drinnen, wo viele Führungsleute hocken, zuerst muss das Führungskader sich klar sein, wo einer, was man will. Und zwar in einer Einheit. New Work hat zwei Protagonisten, ich habe schon gesagt. Wir haben das Individuum, sie, die hier drinnen sind, und wir haben die Firmen. Wenn wir über das Individuum reden, schlussendlich, habe ich es vorher schon gesagt. Wir haben die letzten Jahre nach tayloristischen Grundsätzen, hierarchisch geführt, sind wir unterwegs gewesen. Heute haben wir Russeneinflüsse, wo das sehr agil und schnell muss gehen. Sprich, rein tayloristische Ansätze, das funktioniert nicht mehr. Also wir müssen einen Weg finden, dass wir schneller können auf das, was draussen am Markt passiert, reagieren. Und das können wir in dem Sinn nur, wenn wir die ganze Organisation mitdenken. Und im tayloristischen Sinne, das ist noch so ein schöner Vergleich, da haben wir immer gefragt, wie machen wir das jetzt? Wenn man das in neue Arbeit denkt, ist eher die Frage, wer macht es oder wer kann es? Und dann kommt schon der Mensch in den Mittelpunkt. Welcher Mensch hat die Fähigkeit, welcher Mensch hat die Motivation, da mitzukommen und welcher Mensch ist bereit, und dann kommen wir zum nächsten Schritt, das auf den Kunden zu hören, was der Kunde wirklich will. Wenn man das auch egal, warum scheitert, ich habe vorher einen Grund schon genannt und ich selber auch darüber gestolpert bin, Führungsstärke, die extrem wichtig ist, Wert, gemeinsame Werte extrem wichtig sind, Kultur und das absolut Wichtigste ist Kommunikation. Leute im Umfeld, die vielleicht schon sagen, am Montag, oh, ich wäre ja wahnsinnig froh, auch schon Freitag, oder? Ich freue mich schon wieder aufs Wochenende. Aber man hört vielleicht weniger Leute, die sagen, hey, schönes Zeichen, es ist schon Freitag, ich möchte eigentlich am liebsten noch weiterarbeiten. Und wenn man so mit Leidenschaft arbeiten kann und diesen Weg findet und Leute noch finden, die auch so leidenschaftlich unterwegs sind, dann kann man sich vorstellen, wie viel als da exponentielle Schaffungskraft in dem Sinne zusammenkommen kann. Und dann funktioniert das oftmals von alleine und es ist nicht in der Krampf und es ist nicht das Gegeneinander. Aber das ist harte Arbeit. Und das ist genau halt das Thema. Es ist nicht mehr spezialisieren, es ist das Ausprobieren. Ich habe es vorgesagt, wir müssen viel schneller reagieren können. Wir müssen lernen, mit Ausnahmen umzugehen. Es wird immer Bereiche geben, die standardisiert sind, die als Tayloristische noch wichtig ist. Wie eingangs gesagt, ich wollte das nicht schlecht machen. Das Schwierigste ist die Kombination von diesen beiden Welten in den Firmen. Das müssen wir irgendwie können regeln. Dass wir hier nicht zwei Silos haben, die einander anfangen zu bekämpfen. Dass wir das in die Kultur hineinbringen, dass jeder eine gewisse Aufgabe tayloristisch machen kann, aber auch Teil zur Innovation dazu beitragen kann. Da braucht es Unternehmen, die Transparenz schaffen. Und in da steht, Transparenz schafft Sinn. Und Transparenz, das kann sehr ein unbequemes Thema sein. Das kann hingehen, bis Firmen
totale Zahlentransparenz haben. Das fängt aber auch bei Zielen, fängt bei Strategietransparenz, es fängt auch bei der Kommunikation an. Es fängt vor allem an beim Management zuerst mal ein, dass man sich dort mal über die Vision ganz klar im Klaren ist. Und nachher geht es darum, dass man den Mut hat, den Durchhaltewillen hat und sich die Zeit gibt und die Energie gibt, um auf die Reise zu gehen. Was ich Ihnen eigentlich mitgeben will, oder uns allen, es muss unser Ziel sein, dass die Arbeit das wird, was uns stärkt. Und jetzt liegt es an uns allen, sprich an Ihnen. Danke.